Hallo Ute. Hallo Sarah. Herzlich willkommen zu einer neuen Grundrissshow. Du hast uns diesmal ein Rhein-Mittelhaus mitgebracht. Ja. Die Besonderheit liegt hierbei, dass wir wirklich auch nur zwei Seiten zur Belichtung haben. Und bevor wir in die Planung gehen, kannst du uns ja nochmal einen kleinen Überblick an die Anforderungen geben. Und ja. Ja, also Rhein-Mittelhaus, du hast schon gesagt, Belichtung von vorne und von hinten. Wir haben hier Haus mit Keller, weil tatsächlich die Nachbarn links und rechts auch mit Keller bauen und ja, dann bietet sich's an. Mhm. Alles andere ist dann tatsächlich auch wieder schwierig. Haus mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss, Pultdach 8 Grad Dachneigung. Okay, dann würde ich sagen, springen wir gleich mal in die Planung rein und genau. Schauen uns alles im Grundriss an. Jawohl. A better place. So, wir haben hier ein Rhein-Mittelhaus mit den Außenmaßen von ungefähr 7 mal 11 Meter. 7 auf 11 Meter, richtig, ja. Norden ist in der Richtung hier. Leider Richtung Gartenseite, aber das ja, lässt sich schlecht beeinflussen. Ja. Das ist halt so. Aber es ist auch wirklich von vielen Bauherren so gewünscht, dass sie gar nicht mehr den Garten im Süden haben wollen, sondern sich bewusst dafür entscheiden, den Garten im Norden anzulegen. Also ja, also man wird es nachher oben sehen, im Staffelgeschoss haben wir noch eine Dachterrasse, da hat man dann die andere Seite, da hat man dann tatsächlich, wenn man Sonne haben möchte, die Möglichkeit noch auszuweichen. Aber ich sage mal jetzt, ein Garten, jetzt ist es ja wirklich fast reine Nordseite, ist natürlich nicht ganz so ideal, aber das Haus wird oder ist gebaut in einer Großstadt und da muss man tatsächlich dankbar sein, wenn man überhaupt das ein schönes so Grundstück es. Bekommt. Und so war das auch bei der Bauherrenfamilie der Fall, dass sie sehr froh waren, ein Grundstück zu bekommen. Genau. Okay, dann gehen wir mal rein, ein bisschen näher, dass wir auch ein bisschen was sehen. Ja, beim Rhein-Mittelhaus ist es halt wichtig, dass man die Räume, die ein Fenster bekommen soll, natürlich so anordnet, dass auch die Möglichkeit besteht. Deshalb schon so ein bisschen klassisch, wie man es kennt, links Gäste-WC mit Fenster und rechts dann Küche mit Fenster. Trotzdem alles sehr großzügig, offen, ohne viele Türen und sagen wir mal Dielen oder Windfänge. Darauf habe ich jetzt bewusst natürlich verzichtet, weil es so ein Haus natürlich gefühlt kleiner macht. Ja. Ja, wenn man auf Türen, Wände verzichtet, in Flurbereichen, in Erschließungswegen, dann wirkt das natürlich alles offener. Und ein bisschen luftiger. Und luftiger, auch hier in der Küche genau. Hat man hier auch nochmal so eine kleine Öffnung mit da ist ein Durchgang im Prinzip, ja. Die Wand einfach nochmal zur Möblierung, nochmal eine zusätzliche Wand. Da war auch der Wunsch dieser kleinen Insel. Gegenüberliegend Abstellraum, beziehungsweise das ist eine Garderobe. Man muss dazu sagen, das ist ein Haus für 5 Personen, drei Kinder. Und da fällt natürlich auch einiges an Garderobe an. Auf jeden Fall, ja. Und von daher finde ich das auch immer ganz, ganz wichtig, dass man da genug Fläche einplant, dass auch für Schuhe, für Jacken, für die ganze Garderobe einfach Platz da ist. Ja, auch schön, dass es hier wirklich ein abgeschlossener Raum ist, dass man wirklich die Sachen reinstellen kann. Richtig. Und dann hat man sie aber auch nicht mehr im Blick und dann kann es da auch mal ein bisschen unordentlicher sein, weil wenn es wirklich gleich hier am Hauseingang steht, im Flurbereich, dann muss man ja schon immer ein bisschen drauf achten, dass sollte da man die Schuhe achten, nicht rumfliegen und man nicht drüber stolpert. Und auch wenn man so offen plant, hat man natürlich immer vom Esstisch den direkten Blick zur Garderobe so ist es. Und dann, man stört sich ja selber dran. Ja. Genau, so ist es. Genau. Ja, dann haben wir hier Wohnen. Wirklich großzügig, auch schön, mit so einem richtig schönen großen Esstisch. Ja, gut, ich sage ja, 5 Personen, die müssen alle Platz finden. Ja. Wenn dann mal noch Besuch kommt, dann muss einfach auch Platz da sein, dass man den Tisch verlängert und man sieht es, den könnte man jetzt problemlos 1,50 Meter verlängern. Auf Der jeden Platz Fall. Ist da. Ja. Und auch die Couch, auch da erkennt man es am Sofa, dass da eine große Familie wohnt. Ja. Auf jeden Von Fall. Von daher ist alles etwas größer dimensioniert. So ist es auch mit der Belichtung. Einmal hier durch. Einmal hier, einmal ein Hebeschiebeelement zur Terrasse hin und auf der anderen Seite dann im gleichen Maß eine Festverglasung. Ja, macht ja hier Sinn, beim Öffnen wäre hier eh nicht möglich. Dann kann man sich auch für die Festverglasung entscheiden. Ist auch ein bisschen günstiger dann ein als ein öffnendes Element. Genau. Und man hat ja hier wirklich ein Fenster zum Öffnen. Ja. Und dann hat man hier einmal die Belichtung, einmal durchgehend von Garten, Terrasse durch die Küche durch. Genau. Auch gut fürs Querlüften. Richtig. Einmal. Auch immer wichtig, richtig, genau.
Man hat jetzt hier auf ein großes Hebeschiebeelement verzichtet. Mhm. Sieht man nachher, wenn wir uns die Fassadenansichten anschauen. Das ist tatsächlich alles sehr symmetrisch angeordnet. Mhm. Und das war auch der Wunsch der Bauherren, die Symmetrie. Mhm. Und von daher haben wir da auf das große Element verzichtet, okay, was natürlich auch gegangen wäre. Mhm. Ja, genau. Ist ja auch immer unterschiedlich. Manche Bauherren achten da wirklich sehr darauf, dass es symmetrisch ist. Ja. Und manche Bauherren sagen, ich wohne innen und nicht außen. Ja. Hauptsache wirklich sehr viel Licht und dass der Raum halt wirklich gut belichtet wird. Mhm. Und dass es dann im Raum sich gut anfühlt. Ja, ist für mich auch immer eine wichtige Frage, auch was Fensteranordnung oder Fensteraufteilung angeht, ob Kunden mehr so dieser symmetrische Typ sind. Das ist wichtig, weil viele stören sich dran, wenn dann Fenster nicht mittig geteilt sind. Ja. Verstehe ich. Wichtiger Punkt. Genau. Ja. Mich stört es persönlich auch, aber es ist einfach nur so ein persönliches Empfinden. Gut zu wissen. So, und dann das Kindergeschoss. Genau, jetzt kommt die Kinderetage, richtig, das Obergeschoss. Drei Kinderzimmer. Mhm. Einigermaßen gleich aufgeteilt. Ja, doch, sind fast gleich fast groß. Gleich, ich glaube, das ist wirklich nicht spürbar. Ja, so hier der eine Quadratmeter hin oder her. Genau. Da waren dann so die Wünsche einer Zockerecke und sowas. Okay. Das war schon wichtig. Ja, aber haben wir alles ganz gut untergebracht. Und die Kinder haben dann auch ein eigenes Bad. Mit Badewanne und Dusche sogar. Mit Badewanne und Dusche und Doppelwaschbecken, genau. Also das ist schon ein kleiner Luxus. Das ist ein kleiner Luxus, dass alle morgens gleichzeitig fertig werden und dann auch zur Schule kommen, genau. So ist es. Ja. Mhm. Ansonsten Der Flurbereich halt relativ kompakt gehalten, genau. Dafür, dass hier vier Türen wirklich davon abgehen, wirklich aufs Minimum reduziert. Auch wieder symmetrisch die Türen. Sehr gut. Alles so angeordnet, dass das ein ruhiges Bild ergibt. Ja. Genau. Mhm. Auch wichtig bei kleinen Räumen, also bei kleinen Fluren, dann ist es ein bisschen ruhiger. Richtig, genau. Mhm. Und nicht zu viel los. Dann gehen wir nochmal eins höher. Eins höher, die Elternetage. Mhm. Ja, fangen wir erstmal vielleicht mit dem Schlafbereich an. Schlafen mit offener Ankleide. Man sieht jetzt hier im Bereich der Ankleide bei den Schränken hinten die 2-Meter-Linie durchlaufen. Mhm. Ich habe es eingangs erwähnt, das ist ein Pultdach mit 8 Grad Dachneigung. Wir hatten hier eine Draufhöhenbegrenzung, deshalb haben wir hinten auch nur Lichtbänder anordnen können. Und hat dann die 2-Meter-Linie relativ weit im Raum noch. Aber man sieht, man kriegt die 3-Meter-Schränke problemlos unter. Auf jeden und Fall, kann sich in dem etwas tiefer gelegenen Bereich ja dann auch was anpassen lassen. Eine Kommode irgendwie noch quer oder so, wo man nochmal Stauraum hat. Genau. Also gar kein Problem. Grundsätzlich ist das Haus ohnehin von der Wohnfläche relativ groß. Wir haben hier etwas über 170 Quadratmeter reine Wohnfläche plus Kellerfläche. Kommen wir nachher noch dazu. Also Platz ist schon da. Ja. Aber für 5 Personen auch wirklich erforderlich dann. Auf jeden Fall, genau. Dann haben wir einen Studiobereich. Das ist so ein bisschen Rückzugsort, so ein bisschen Leseecke, vielleicht Musikecke, wie auch immer. War auch offen gewünscht. Ist tatsächlich vom Flur aus zur Treppe hin offen, einfach mit einem Geländer abgetrennt. Glasgeländer dann? Oder? Ja, genau, Glasgeländer. Und ist ein schöner Rückzugsort. Man kriegt trotzdem mit, was eine Etage tiefer so passiert. Ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Aber man hat trotzdem so ein bisschen Rückzugsbereich. Mhm. Genau. Was ich auch schön finde, vielleicht kommt hier dann auch ein bisschen noch Tageslicht im Treppenbereich unten dann auch an. Ja, also wenn man sich ein Fenster über der Treppe. Ah, okay. Ja, gut. Und genau, somit haben wir Licht unten, die Etage tiefer, weil das ist immer die Herausforderung natürlich bei reinen Mittelhäusern. Ja. Wie hole ich mir Licht auch in die Mitte des Hauses? So ist es, ja, und sehr gut. Da haben wir ein Dachflächenfenster angeordnet. Wunderbar. Genau. Und dann haben wir noch unser Duschbad, bei den Eltern tatsächlich nur Duschbad. Ist auch von der Größe her jetzt, das wäre jetzt schon sehr sportlich, da noch eine Wanne unterzubekommen. Ja. Da sollte man tatsächlich dann eher drauf verzichten, ist ja eine Wanne im Haus da. Genau. So ist es. Und den Balkon, die Dachterrasse. Auch schön, ist natürlich klein, aber das war auch eine Vorgabe vom Bebauungsplan. Der war hier tatsächlich sehr, sehr, ich will mal sagen, kleinlich, da waren sehr, sehr viel Vorgaben und da leider auch die Größe der Dachterrasse, die hätte man natürlich gerne vielleicht etwas großzügiger gestaltet, war aber leider nicht möglich, aber immerhin, man hat einen Bereich, wo man, wenn man Sonne haben möchte, die volle Südseite hat. Genau. So ist es, sehr gut. Ja, sehr, sehr schön. Dann kommen wir noch in den Keller. Wir haben ja noch keinen Technikraum gesehen. Wir haben noch keinen Technikraum gesehen, der ist hier natürlich im Keller, das ist an der Stelle ein reiner Nutzkeller, eine Vollunterkellerung. Ja.
einen Kellerraum als Abstellraum, mhm. den Flurbereich wieder so kompakt wie möglich gehalten und dann HWR und, ich sag mal jetzt, Waschbereich mhm. Offen gestaltet. Mhm. Da ist keine durchgehende Wandscheibe dazwischen, war auch so gewünscht. Auch hier sieht man große Schränke als Stauraum einfach, auch zum Wäschesortieren. Also mhm. der linke hinter der Tür ist ein Schrank zum Wäschesortieren, war so gewünscht. Mhm. Und klar, fünfköpfiger Haushalt, da fällt viel Wäsche an und auf da muss man Fall, sich ja. organisieren. Und das spiegelt sich hier auch mhm. im Kellergrundriss wieder. Und ja, vorne haben wir dann tatsächlich reine Haustechnik. Eine Luftwasserwärmepumpe als Innenaufstellung mhm. Ist dann natürlich alles ein bisschen kompakter, was Zu- und Abluft angeht. Mhm. Und dann haben wir halt ansonsten den Warmwasserspeicher und Hausanschlusskasten, also mhm. Stromversorgung und Wasseruhr noch. So ist es. Aber ansonsten auch hier trotzdem noch viel Staufläche. Mhm. Wunderbar. So, wir haben jetzt hier die Gartenansicht. Richtig, die Gartenansicht, hier da sieht man jetzt die Symmetrie der auf jeden Fall. Mhm. Glasfassade, ja, wie die sich mhm. durchzieht. Auch, man sieht jetzt hier auch schön im Obergeschossbereich, ein Teil auch als Festverglasung. Mhm. Da weise ich immer darauf hin, dass man dran denken muss, das muss auch geputzt werden. Mhm. Das ist heute ja alles möglich, gibt ja heute Putzroboter auch zur Glasreinigung, von mhm. daher heute alles nicht mehr das Riesenproblem, aber trotzdem weise ich darauf hin, weil es vielen gar nicht bewusst ist. Es sieht natürlich sehr schick aus, ja. aber es bringt natürlich so seine Tücken im Alltag mit sich. Mhm. Aber ja, also ich sag mal von der Fassade hier richtig toll. Sieht wirklich sehr stimmig aus. Sieht sehr harmonisch ja. aus, genau. Oben haben wir so einen kleinen mhm. Flachdachbereich. Ja. Ist einfach dieser Draufhöhenbegrenzung geschuldet. Mhm. Da sieht man auch die Lichtbänder, Fensterbänder, die wir angeordnet haben. Das ist hier im Bereich vom Studio und von der Ankleide. Auch wirklich hier nochmal im gleichen Format ja. über ja. den ist aufgenommen, genau, dasselbe Fensterformat. Da mhm. sieht man auch, wie wichtig das ist, dass man nicht zu viel unterschiedliche Fensterformate wählt ja. Bei einer Hausplanung, weil es einfach die Fassade unruhig mhm. macht. Ne? Und das ja. sieht man hier sehr schön, wie stimmig das sein kann. Auf jeden dann. Fall. Straßenseite, hier mhm. haben wir dann noch die Terrasse der Eltern. Das ist die Dachterrasse mhm. der Eltern. Also hier, ich habe es mir vorher schon mal angeschaut und dann dachte ich mir so, warum jetzt die Terrasse zur Straßenseite? Aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir wirklich den Garten im Norden haben. War Vorgabe vom Bebauungsplan. Ja. Tatsächlich, ja. Also man hätte ja. es natürlich gerne umgekehrt gehabt, ja. dass sich das Dach zum Garten hin öffnet. War aber leider nicht so, ist eine klare Vorgabe. Da war ja. auch keinerlei Befreiung möglich, weil natürlich muss man dann in dem Fall mit umgehen können. So ist es, dann muss man mit umgehen können. Und aber trotzdem auch schön, dass man hier wirklich den Süden einfangen kann und ja. dann hat man wirklich auch noch den Nordgarten. Also so beide Seiten ja. einfach für jeden ausgenutzt. Was dabei, so ja. ist es, genau. Mhm. Und auch hier alles bodentief im Obergeschoss und im Dachgeschossbereich, viel Licht, mhm. dass die Räume einfach hell werden, dass es großzügig wird ja. und auch wieder die gleichen Fensterformate durchgängig vom Erdgeschoss bis ins Staffelgeschoss durchgeplant. Ja, ja, dann sind wir schon durch. Vielen Dank, Ute. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.